Batzen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Gäste, vor allen Dingen liebe Kohlekumpel. Die Grünen wollen nun also notwendige Klimaschutzmaßnahmen zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels ergreifen. Der Grund dafür ist ein Sonderbericht des IPCC. Hier wird vor den apokalyptischen Zuständen einer 2-Grad wärmeren Welt gewarnt. Im Pariser Klimaübereinkommen ist man noch davon ausgegangen, dass eine 2-Grad wärmere Welt irgendwie in Ordnung sei. Jetzt soll es also ein halbes Grad weniger sein. Aber von welchem konkreten Wert ausgerechnet? Wer im Übereinkommen von Paris nach einer konkreten Zahl sucht, von der aus man die globale Mitteltemperatur nicht über 2 Grad steigen lassen will, bleibt enttäuscht zurück. Diese Zahl wird schlichtweg nicht genannt. Dort steht nur bedeutungsvoll vorindustrielle Werte. Festlegen will oder kann man sich nicht. Bei der Vorstellung des Berichts am Montag im Umweltministerium fragte ich die drei dort anwesenden Mitautoren nach dem konkreten Temperaturwert, von welchem man ausgehend 1,5 Grad nicht überschreiten will. Außer bösen Blicken der Anwesenden, die bei der Vorstellung des Berichtes noch eifrig genickt hatten, bekam ich nichts, auch keine Aussage zum Temperaturwert. Ich kam mir eher vor wie jemand, der in einer Kirche die Existenz Gottes in Frage stellt. So kam ich mir dort vor. Aber diese nicht vorhandene Zahl ist nur ein gewollter Schwachpunkt im Pariser Übereinkommen. Nachdem mehrere Industriestaaten das im Jahre 1997 geschlossene Kyoto-Protokoll verlassen hatten und in der Zwischenzeit auch ihre CO2-Emissionen nicht reduzierten, trat 2015 an dessen Stelle das Pariser Übereinkommen. An der Haltung der meisten Industrieländer zu CO2-Emissionen hat sich durch diesen neuen Rahmen und Titel nicht das Geringste geändert, auch und vor allem nicht in China, dem größten Emittenten von CO2. Denn im Gegensatz zum Kyoto-Protokoll, das nach noch so etwas wie eine mengenmäßige Begrenzung von CO2-Emissionen vorsah, deren Verfehlungen allerdings in keiner Weise unter Strafe gestellt wurde, ist im Pariser Abkommen von vornherein keine mengenmäßige Beschränkung mehr vorgesehen. Sonst wären auch nicht so viele Länder beigetreten. Jedes Mitglied muss lediglich einige gut klingende Erklärungen abgeben, aber sich keinerlei ernsthaften Beschränkungen unterwerfen. Wie im Kyoto-Protokoll brauchen Sie keinerlei Risiken aus der Verfehlung gegebenenfalls selbstgesetzter Ziele befürchten. Jedes Mitglied kann auch jederzeit aussteigen. Jeder kann eigentlich machen, was er will. Deutschland dagegen betreibt den CO2-Ausstieg mit besonderem Eifer, um nicht zu sagen Selbstergriffenheit, ja Sendungsbewusstsein. Das führt dazu, dass die Vertreter abweichender Meinungen auch mal als Klimaleugner diffamiert werden. Das Thema findet sich fast täglich in den Medien. Es vergeht kein Tag, an dem man die Menschen nicht daran erinnert, dass sie verantwortlich für den Untergang der Welt sind und sie ja brav ihren Ablass in Form der EEG-Umlage zu zahlen haben und natürlich auch den Verlust ihres Arbeitsplatzes durch diesen Irrsinn freudig entgegensehen müssen. Das Thema beherrscht die Politik. Es beeinträchtigt massiv die Automobilindustrie, die Energiewirtschaft, die mittelständische Wirtschaft und die Verbraucher. Und es zerstört unsere Natur- und Kulturlandschaften. Ein solcher blinder Eifer ist aus den meisten anderen Ländern nicht bekannt. Im Rest der Welt stößt die Art und Weise, wie Deutschland seine Industrie, die Interessen seiner Bevölkerung und seiner Natur und seine Landschaft mit musterschülerhaftem Eifer der CO2-Keule erschlägt, um es milde auszudrücken, mit Verwunderung, aber natürlich auch mit Eigeninteresse. Und es grenzt schon an Selbstzerstörung, wie Deutschland seine leistungsfähige Energiewirtschaft und die Wettbewerbsfähigkeit seiner Unternehmen zu Grabe trägt. Und das insbesondere im Hinblick darauf, dass es Sonnenkollektoren und Batteriezellen für Elektroautos genau aus den Ländern importiert, die sich nachvollziehbar nicht um CO2-Emissionen scheren. Ein aktuelles Beispiel: Es befinden sich derzeit mehr als 1.600 Kohlekraftwerke in 64 Ländern im Bau. Aber Deutschland will mit der Kohleausstiegskommission den schnellstmöglichen Ausstieg aus der Kohle beschließen. Sie hier wollen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, durch Ihre Kohlepolitik den Mitarbeitern unserer modernen Kohlewerke und Kraftwerke und ihren Familien ihre Tradition und ihre Existenzgrundlage rauben. Das ist Verrat an den Menschen, die für konstante Stromversorgung in Deutschland sorgen. Das ist Verrat. Und ich hoffe, dass die Betriebsräte genau zuhören, denn die Gewerkschaften sind auch hier schon lange auf Tauchstation gegangen. Die konzentrieren sich lieber auf den Kampf gegen rechts. Und es nützt auch nichts, unter dem Motto, es ist Zeit aufzustehen, eine Kundgebung zu organisieren, wenn man sich danach mit den Vernichtern der Arbeitsplätze wieder ins Bett legt. Ein freundliches Glück auf.
hier in den Saal und in meine Heimat. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat die Bundesministerin Svenja Schulz.